das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Offenbar hatten Sie den Eindruck, Ihre mahnenden Worte allein würden nicht ernst genug genommen, denn jetzt haben Sie es auch noch schriftlich nachgereicht. In einem Brief an Ihre 14 Amtskollegen und Kolleginnen haben die Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und Markus Söder eine konsequentere Corona-Krisenpolitik gefordert. Keine Diskussionen mehr, sondern konsequentes Umsetzen der Notbremse. Die Lage, so schreiben Sie, sei ernst, ernster als viele glauben. In diesem Geist verkündete Hamburgs Regierungschef Peter Tschentscher heute eine nächtliche Ausgangssperre für die Hansestadt ab Karfreitag. Noch mehr als Worte, ob schriftlich oder mündlich, zeigt wohl aber ein Blick auf eine deutsche Intensivstation, was es bedeutet, wenn die Lage ernst ist. Ärzte und Pflegende vollbringen dort wahre Höchstleistungen. Und während noch Patienten der zweiten Welle auf Station liegen, kommen nun die ersten der dritten Welle. Was das heißt, hat der Arzt und Autor Patrick Hühnerfeld miterlebt, der das Intensivteam der Uniklinik in Freiburg schon seit einem Jahr mit der Kamera begleitet. Uniklinik Freiburg. Der Rettungshubschrauber bringt einen neuen Covid-Patienten. Er ist mit der englischen Variante infiziert. Die dritte Welle hat die Intensivstation längst erreicht. Was wir jetzt auf den Intensivstationen sehen, sind vor allem junge Leute. Zwischen 50, 60, 70, mitunter 45-Jährige. Das ist natürlich die Gruppe, die nicht geimpft ist. Von denen werden viele sterben. Und viele werden es nicht schaffen, auch wenn sie jung sind. Noch gibt es Millionen Ungeimpfte mit erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf. Um den zu verhindern, wird möglichst lange schonend therapiert. Ohne Beatmungsschlauch, mit einem solchen Sauerstoffhelm etwa. Bei vielen Patienten reicht das aber nicht aus. Er ist gerade mal Anfang 50, bekommt so schlecht Luft, dass er intubiert werden muss, um nicht zu ersticken. Wenig später zeigt sich, auch das reicht nicht. Seine Lunge ist zu krank. Er braucht eine künstliche Lunge, eine ECMO, die seinem Blut lebensnotwendigen Sauerstoff zuführt und Kohlendioxid entfernt. Der Einbau schwierig. Direkt nach Anschluss kam es tatsächlich zum Kreislaufstillstand. Und wir mussten ihn ganz kurz wiederbeleben. Für 2 Minuten kam ganz schnell wieder. Aber trotzdem, es war einfach allerhöchste Eisenbahn. Jetzt ist er stabil unter ECMO und Beatmung. Und dann geht es weiter, so wie wir es kennen. Der Patient geht wieder auf den Bauch und man gibt der Lunge Zeit. Viel Zeit, in der die Patienten immer wieder auf den Bauch gedreht werden, weil so die Lunge besser heilt. Wochenlang, oft monatelang. Wie bei Manuela, die Mitte Dezember zu Beginn der zweiten Welle auf die Intensivstation kam. Über 10 Wochen hängt sie an der künstlichen Lunge. 2-mal schon hat sich ihr Mann Burkhard von ihr verabschiedet, weil es hieß, sie würde sterben. Die Ärzte haben ja gesagt, medizinisch sei im Prinzip nichts mehr zu machen. Wenn meine Frau wieder genesen würde, dann würde das an ein Wunder grenzen. Und wir glauben an Wunder. Nach 99 Tagen Intensivstation, die ECMO ist raus. Zum ersten Mal ins Freie, zumindest kurz, mit Sauerstoffflasche. Bald geht es hoffentlich Richtung Reha. Solche Erfolge bauen das Team auf. Oft aber haben sie den Kampf in den letzten Wochen auch verloren. Das war schon so, dass viele Leute es auch nicht überlebt haben. Und es war einfach zu geballt einfach. Da hat es sich zu häufig wiederholt. Und das ist dann nicht so einfach, damit umzugehen. Ja. Und das droht wieder, fürchten sie, wenn die Maßnahmen gegen die Pandemie nicht bald greifen. Das zeigen die Prognosen des renommierten Epidemiologen Hajo Grundmann. Wenn man den Trend fortsetzt, wird Juni, Juli die Fallzahl pro Tag über 100.000 gehen. Das heißt, dass wir in einen Lockdown gehen müssen, den wir auch versuchen werden durchzusetzen, den auch die Bevölkerung dann wieder mittragen wird in dem Moment, wo die Bevölkerung merkt, dass die Situation in Krankenhäusern nicht beherrschbar ist und dass Angehörige krank werden und dass jeder das spürt. Seit einem Jahr kämpfen sie auf den Intensivstationen um das Leben von Corona-Patienten und fühlen sich zusehends alleingelassen, weil zu viele rücksichtslos sind und sich dem Virus nicht entgegenstellen. Von der Solidarität im letzten Frühjahr keine Spur mehr. Da könnten auch alle mal kurz hierher kommen und uns eine Backpfeife geben. Das ist im Prinzip das Gleiche wie das, was manche jetzt durch ihr Handeln provozieren, dass die Zahlen wieder steigen, es gibt immer mehr Demos. Und das, finde ich, ist auch noch ein Aspekt außerhalb der Klinik, der einen emotional ziemlich zusetzt. Die Intensivteams spüren die dritte Welle und haben Angst.
Denn schon jetzt ist klar, sie werden wieder bis zur Erschöpfung um das Leben tausender Covid-Patienten kämpfen müssen. Weil wir nach einem Jahr Pandemie und zwei tödlichen Wellen die Lage noch immer nicht im Griff haben. Die Langzeitdokumentation von Patrick Hühnerfeld mit dem Titel Das Intensivteam, jedes Leben zählt, finden Sie in voller Länge in der ARD Mediathek. Und damit Deutschlands Intensivstationen eben nicht von der dritten Welle überrollt werden, hoffen Sie nicht nur am Uniklinikum in Freiburg darauf, dass die Impfkampagne deutlich an Tempo zulegt. Trotz der Unsicherheiten, die die gestrige Entscheidung mit sich bringt, AstraZeneca uneingeschränkt erstmal nur noch an über 60-Jährige zu verimpfen. Wissenschaftler und Mediziner sind sich nach wie vor weitgehend einig, dass es sich hierbei um einen sehr wirkungsvollen Schutz vor Covid-19 handelt, dass der Nutzen die Risiken bei AstraZeneca bei weitem übertrifft. Aber für viele Patientinnen und Patienten ist es eben auch eine emotionale Entscheidung. Und da kommen jetzt die Hausärztinnen und Ärzte ins Spiel. Andreas Herz berichtet. Der Augsburger Arzt Andreas Schittko holt den Impfstoff, der gestern Abend eingetroffen ist. Eigentlich ist seine Praxis bereit, loszulegen. Diese beiden Flaschen haben wir jetzt bekommen für unsere ersten Corona-Impflinge. Und zwar sind das jeweils 10 Einheiten AstraZeneca-Vektorimpfstoff. Doch weil die Bundesregierung AstraZeneca nur noch für über 60-Jährige vorsieht, zweifeln Patienten an dem Impfstoff. Impflinge sagen Andreas Schittko ab, aus Angst. Selbstverständlich habe ich Verständnis dafür. Selbstverständlich. Doch die Spritzen sind schon aufgezogen. Der Stoff muss also in den Arm, und zwar noch heute. Nun muss die Liste her. Alter, Vorerkrankungen, Risikofaktoren. Andreas Schittko muss unter seinen Patienten geeigneten Ersatz finden für die Absagen. Allergien habt ihr abgefragt bei den Patienten? Hallo! Während das Team Ersatz sucht, wartet schon ein älteres Ehepaar auf seine AstraZeneca-Impfung. Haben Sie jetzt Befürchtungen deswegen heute? Ja, die Kinder sind ja schon alle kommen, lasst euch ja nicht mit dem Ding Astra da impfen. Und ja, was soll ich machen? Herr Doktor, Sie müssen es besser kennen, unsere Lage. Nein, gerade er ist derjenige, der mehr von der Impfung profitiert als das Risiko einer Corona-Infektion bei ihm ist einfach nicht kalkulierbar. Da kann man relativ sicher sein. Falls er sich was einfangen sollte, stirbt er. Ehrliche Worte, die überzeugen. Die langjährige Beziehung zum Hausarzt hat Vorteile. Im Impfzentrum hat das Ehepaar noch keinen Termin bekommen. Doch Dr. Schittko weiß, wie dringend beide den Impfschutz brauchen. Und falls es doch Probleme gibt, die Handynummer vom Arzt bekommen beide noch dazu. Und inzwischen hat das Team auch ersten Ersatz gefunden für die Absagen wegen AstraZeneca. Bin ich glücklich, A, wegen meiner Erkrankung und B, dass man halt einen Schritt weiterkommt. Mhm. Na, prima. Rainer Hessler füllt Infoblatt und Fragebogen aus. Er kreuzt Herzinsuffizienz an, wegen 3 Herzinfarkten letztes Jahr. Deshalb impft ihn Andreas Schittko, auch wenn der Impfling erst 61 ist und damit offiziell noch nicht an der Reihe. Könnten Sie dafür auch belangt werden oder, sag ich mal, bestraft werden? Bin ich mir ehrlicherweise nicht sicher, aufgrund der jetzt aktuellen Situation am heutigen Tage, dass die priorisierten und terminierten Patienten aufgrund der Verunsicherung der Berichterstattung in den Medien teilweise Termine abgesagt haben, habe ich mir dann einfach erlaubt, diese Patienten, die wir schon auf dem Schirm hatten, anzurufen und herzubitten. Alle Impfungen muss sein Team noch heute an die Behörden melden, damit alle wissen, wie es vorangeht. Andreas Schittko hat getan, was er kann. Alle Dosen AstraZeneca wurden heute verimpft. Impfen mit AstraZeneca und welche Rolle die Hausärztinnen und Ärzte dabei spielen, dazu die Meinung von Kerstin Palzer vom Mitteldeutschen Rundfunk. Was ist wahrscheinlicher, an Covid-19 zu sterben oder an einer Hirnvenenthrombose nach einer Impfung mit AstraZeneca? Die Wissenschaft ist ganz klar, viel höher ist das Risiko bei Covid-19. Na, dann ist ja alles gut? Ganz offensichtlich nicht. Denn wenn jetzt viele sich gegen diese Impfung entscheiden, dann doch deshalb, weil man dieses ungute Gefühl hat, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen. Und weil jede und jeder das aber letztlich selbst entscheiden muss, so ist das bei einer freiwilligen Impfung, brauchen wir alle sachdienliche Hinweise. Das hat bei der Bundesregierung nicht besonders gut geklappt. Da wurde ausgesetzt und wieder zugelassen. Erst nur für die Jüngeren, jetzt nur für die Älteren. Das hat viel Angst erzeugt und Vertrauen verspielt. Am besten beantwortet mir jemand meine Fragen zur AstraZeneca, der erstens medizinisch ausgebildet ist und zweitens meine Gesundheit kennt. Das sind normalerweise für uns alle die Hausärztinnen und Hausärzte.
Sie hätten nach meiner Meinung schon viel früher in die Impfkampagne einbezogen werden müssen. Sie sollten auch freier entscheiden können, in welcher Reihenfolge sie wen impfen. Sie kennen ja ihre Patientinnen und Patienten und können die Notwendigkeit am besten einschätzen. Und eine Bitte noch an Politik und Verwaltung. Vertraut jetzt mal den Ärztinnen und Ärzten. Ich kann diese Argumente von fehlender Kontrolle und dass der Herr Doktor sowieso dann seinen Kumpel XY vorziehen könnte, nicht mehr hören. Das kann passieren, wird vielleicht auch mal passieren. Aber alles zu kontrollieren und von oben zu regeln, das hat in den letzten Wochen auch nicht gerade toll geklappt in Deutschland. Die Meinung von Kerstin Palzer. Rust Belt, also Rostgürtel, nennen sie die Region von der Ostküste bis zum mittleren Westen der USA, die durch ihre Kohle- und Stahlindustrie jahrzehntelang das Rückgrat der amerikanischen Wirtschaft bildete, ebenso Mythen wie Rauch und Dampf umwoben. Lange her. Doch nicht nur viele Bereiche von Amerikas Schwerindustrie, auch die Infrastruktur insgesamt ist marode und Jahrzehnte veraltet. Da neuen Dampf reinzubringen, das will US-Präsident Joe Biden nun mit einem mehr als 2 Billionen Dollar schweren Infrastrukturprogramm, das zudem auch für neue Brücken, Schienen und Straßen sorgen soll, Energiewende inklusive. Ganz bewusst stellt er das ambitionierte Vorhaben heute im Rostgürtelstaat Pennsylvania vor. Von dort berichtet Claudia Buckenmeier. Keith Klaus erinnert sich noch gut. Die Arbeit im Stahlwerk war brutal und gefährlich. Seine älteren Kollegen sagten den Niedergang der Branche voraus und drängten ihn, sich weiterzubilden. Früher waren Werke wie dieses in der Nähe von Pittsburgh die Werkbank der Welt, der Stolz der USA. Wenn jemand Stahl oder Stahlprodukte wollte, kam er nach Amerika. Aber wir haben nicht Schritt gehalten. Diese Mentalität hat viele Industriebereiche durchdrungen. Wir sind zurückgefallen, weil wir die neuen Entwicklungen nicht angenommen haben. Wenige Fahrminuten entfernt, eine moderne Spedition. Das Unternehmen hatte für diese Niederlassung schon vor dem Bau auf erneuerbare Energien gesetzt und ein Start-up aus Pittsburgh beauftragt. Mark Goike ist Projektmanager. Sein Betrieb installiert Solaranlagen und hat das Patent auf eine besondere Art von Windturbinen, ohne herkömmliche Rotoren und relativ leise. Unter Trump verlor seine Firma Aufträge. Alle Förderung sei ins umweltschädliche Fracking gegangen. Mit Biden habe sich die Stimmung geändert. Jetzt brauche es vor allem mehr Ausbildung in diesem Bereich. Nachhaltige und erneuerbare Energien müssen Teil des technischen Unterrichts werden, auch schon an der Highschool, um Schüler neugierig zu machen auf die Technologien der Zukunft. Ich brauche Arbeiter, die Solaranlagen montieren. Das ist ein wachstumsfähiger Job mit gutem Lohn. Aber in der Gegend um Pittsburgh fehlen solche Leute. Goike ist hier geboren, aufgewachsen mit dem Glauben an Öl und Kohle. In diesem Museumspark steht neben rostigen Relikten aus der Vergangenheit eine moderne Windturbine, wie eine Mahnung an seine Landsleute. Es ist ein rückwärtsgewandtes Verständnis von Energie. Das sitzt ganz tief. Viele Amerikaner denken gar nicht an andere Möglichkeiten. Sie wissen nur, wie man einen Lichtschalter umlegt. Mehr Gedanken machen sie sich nicht. Wenn man weiterdenkt, versteht man, wo die Zukunft und ihre Möglichkeiten liegen. Egal, ob solche Turbinen oder herkömmliche Windräder, viele in den USA schauen noch immer mit Skepsis auf Windenergie. Zweifel, die Donald Trump 4 Jahre lang geschürt hat. In der Nähe steht eines der Stahlwerke, die noch produzieren, gegründet im 19. Jahrhundert. Hier wollen viele, dass es so bleibt, wie es einmal war. Für Joe Biden haben sie wenig Sympathie. Sie glauben nicht, dass er auch für sie neue, gut bezahlte Jobs schafft. Aber darüber reden wollen sie mit uns nicht. Keith Klaus hat selbst einmal in diesem Werk gearbeitet. Vieles habe sich seit seiner Zeit verbessert, gerade bei den Umweltrichtlinien. Aber das reiche nicht. In der Entwicklung dieses Landes ging es immer um Veränderung. Die Menschen müssen anfangen zu verstehen, die Technologie ist da. Sie beschleunigt diesen Wandel. Entweder man passt sich an oder man wird zurückgelassen. Es ist traurig, dass so viele Menschen das nicht begreifen. So viele Menschen wollen das nicht begreifen.
Brücken, Straßen, idyllisch im Abendrot. Aber nicht nur in Pittsburgh bröckelt es an allen Ecken und Enden. Auch die klassische Infrastruktur der USA braucht wirklich einen Neuanfang. Darüber sind sich die Politiker einig, nur nicht über den Weg dorthin. Und in genau diesen Minuten redet Präsident Biden und stellt sein Infrastrukturprogramm in Pittsburgh vor. Claudia Buckmeier berichtet für uns aus Pennsylvania. Claudia, was sollen denn die Eckpunkte dieses gigantischen Vorhabens sein? Also ein großer Teil des Geldes soll auf jeden Fall in traditionelle Infrastruktur fließen. Straßen, Brücken, Schienen, da ist vieles marode und muss dringend repariert werden. Aber es soll auch Elektromobilität gefördert werden. Und in der Tat spricht jetzt Joe Biden wirklich nicht weit von meinem Standpunkt hier entfernt in einer Berufsschule und stellt sein Programm vor. Er hat sich da kämpferisch gegeben. Er hat die Arbeiter, die Mittelklasse angesprochen und hat gesagt, nicht die Wall Street habe Amerika gebaut, sondern eben die Arbeiter. Ein weiterer wichtiger Punkt, der ist dem Thema Wohnen gewidmet. Da geht es um Internetversorgung im ganzen Land. Da geht es um energiesparendere Häuser. Da geht es um sauberes Trinkwasser. Der dritte Bereich, Förderung von erneuerbaren Energien. Und da will er vor allem auf Ausbildung setzen. Deshalb wohl auch in einer Berufsschule jetzt diese Rede. Weil er sagt, wir müssen fit werden für diese neuen Jobs, die er ja schaffen möchte. Und der letzte Bereich, da ist die Pflege. Dort geht es vor allem darum, dass die Menschen mehr Geld verdienen sollen, weil viele wirklich an der Armutsgrenze entlangschrammen, die in diesem Bereich arbeiten. Das klingt doch eigentlich alles nach etwas, wofür es eine breite Mehrheit geben könnte. Allein bessere Straßen und Brücken etwa, das wollen ja doch die meisten. Dennoch gibt es eine Menge Kritik vorab. Warum? Ja, die Republikaner sagen, dass das völlig in die falsche Richtung gehen würde. Einer sprach sogar davon, dass das ganze Paket ein trojanisches Pferd wäre, mit dem man letztendlich nur hohe Staatsausgaben und Steuererhöhungen verstecken wolle. Der Knackpunkt sind tatsächlich diese Steuererhöhungen. Joe Biden plant, die Unternehmenssteuer von 21% auf 29% zu erhöhen. Und das gefällt vielen Republikanern nicht. Er muss allerdings auch die Demokraten mitnehmen, denn auch einige eher konservative Demokraten sind davon nicht begeistert. Die Republikaner, die vergessen allerdings, dass auch unter Donald Trump die Ausgabendisziplin nicht gerade besonders gut war. Von dem, was von diesem Projekt von Biden durchgesickert ist, ist, dass da eine Menge Ankurbeln der heimischen Wirtschaft drinsteckt. Das Motto Buy American, also amerikanisch kaufen, patriotisch sozusagen. Täuscht der Eindruck oder klingt das ein wenig aber nach Trumps America First, nur in einer neuen Verpackung? Ja, also der Eindruck täuscht nicht wirklich. Also Joe Biden lässt da überhaupt keinen Zweifel daran. Ihm geht es um die USA. Ihm geht es um Investitionen im eigenen Land. Das eigene Land müsse jetzt Vorrang haben. Da liege so vieles im Argen. Man müsse sich darauf konzentrieren. Von daher finde ich schon, es ist berechtigt zu sagen, dass da sowas so ein bisschen ähnlich daherkommt. Weicher im Ton, konzilianter, aber trotzdem, die Botschaft ist klar, wir kümmern uns erstmal um uns selbst. Ja, wir wissen ja, wie die vergangenen 4 Jahre gelaufen sind. Wenn wir jetzt nach vorne gucken, was könnte das dann für uns bedeuten, für die europäisch-amerikanischen Beziehungen? Also ich würde sagen, für die Handelsbeziehungen bedeutet es auf jeden Fall, dass da immer wieder harte Kante gesprochen werden wird und dass das auch nicht unbedingt sehr viel einfacher wird. Aber der Ton, das ist ja schon gesagt worden, der Ton ist viel konzilianter. Da ist dann vielleicht auch mehr Kompromissbereitschaft da. Man hört sich zu, hofft man zumindest. Joe Biden will das den europäischen Verbündeten immer klar machen. Und er hat die Hand ausgestreckt, er möchte auf jeden Fall bei Steuern für internationale Unternehmen mit den Europäern zusammenarbeiten, weil er will, dass Steuerschlupflöcher gestopft werden, dass die nicht mehr irgendwo steuerfrei sein können. Und da braucht man einander. Claudia Buckenmeier, vielen Dank für die Einschätzung und Informationen nach Pittsburgh in Pennsylvania in den USA. Die Aussicht auf Milliardeninvestitionen in die US-Konjunktur, die beschäftigt natürlich auch die Börsen und mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Susanne Daubner. Die Anleger warten seit Tagen mit Spannung auf Details zu dem geplanten US-Infrastrukturprogramm. Von den Investitionen könnten auch deutsche Unternehmen profitieren. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl.
Die Infrastrukturpläne könnten langfristig mehr als 3 Millionen neue Jobs in den USA schaffen, prognostiziert der Finanzdienstleister S&P Global. US-Firmen vom Bausektor bis zur Hightech-Industrie dürften von den staatlichen Investitionen profitieren. Gelingt die Umsetzung der Pläne, ist eine Verlängerung des Börsenbooms denkbar. Seit Anfang 2020 hat der US-Dow Jones, gepusht von den Milliardenhilfen der Regierung und der Notenbank, 15% an Wert zugelegt. 13% hat der DAX seither gewonnen, da die Exportunternehmen im DAX mitgezogen wurden. Sie könnten langfristig von neuen US-Aufträgen profitieren. Die neuerliche Geldflut könnte die Inflation in den USA ansteigen lassen. Dies scheint die US-Regierung bewusst in Kauf zu nehmen, für das Ziel, die Wirtschaft zu erneuern und mehr Amerikaner in Arbeit zu bringen. Am deutschen Arbeitsmarkt gab es trotz des Corona-Lockdowns und steigender Infektionszahlen eine Frühjahrsbelebung. Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, waren im März 2.827.000 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 77.000 weniger als im Februar, aber 492.000 mehr als vor einem Jahr. Die Quote lag bei 6,2%. Frankreich verschärft wegen der dritten Corona-Welle seine Lockdown-Maßnahmen. Wie Präsident Macron am Abend bekannt gab, sollen von Samstagnacht an Ausgangs- und Reisebeschränkungen auf das ganze Land ausgeweitet werden. Das Gleiche gilt laut Macron für die Schließung der meisten Geschäfte. Außerdem werden die Schulen vor den Ferien früher zugemacht. Die Corona-Situation in Frankreich hatte sich stark verschlechtert, mit einem landesweiten Inzidenzwert von zuletzt rund 375. Der inhaftierte Kreml-Kritiker Nawalny ist nach eigenen Angaben in den Hungerstreik getreten. Der 44-Jährige will damit medizinische Hilfe einfordern. Er habe starke Schmerzen im Rücken und Taubheitsgefühle in den Beinen. Zudem werde er mit Schlafentzug gequält, teilte er auf Instagram mit. Nawalny war zu 2,5 Jahren Lagerhaft verurteilt worden, weil er sich nicht an Bewährungsauflagen gehalten habe, als er mit einer Vergiftung in Deutschland behandelt wurde. Der Internationale Strafgerichtshof hat den früheren Präsidenten der Elfenbeinküste, Gbagbo, endgültig vom Vorwurf der Verbrechen gegen die Menschlichkeit freigesprochen. Die Richter folgten damit dem Urteil der ersten Instanz. Gbagbo war vor 10 Jahren der erste Staatschef, der sich dem Gericht in Den Haag stellen musste. Der Vorwurf, er sei für Gewaltexzesse mit 3000 Toten nach seiner gescheiterten Wiederwahl im Jahr 2010 verantwortlich, ließ sich nach Meinung der Richter nicht belegen. Als das EU-Parlament vor kurzem über die Pressefreiheit debattierte, ging es neben Ungarn und Polen, die bei diesem Thema prominent in der Diskussion stehen, auch um Slowenien und die Art und Weise, wie Ministerpräsident Janez Janša mit Journalisten umspringt, die Kritik an seiner Politik üben und diese hinterfragen. Die EU-Kommissarin für Werte und Transparenz rügte Janša schon vergangenes Jahr wegen Hass und Drohungen gegen Journalisten. Zusätzliche Brisanz erhält der Umgang mit der freien Presse dadurch, dass Slowenien im Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Nikolaus Neumeier berichtet. Gregor Noschek unterwegs zum slowenischen Parlament in der Hauptstadt Ljubljana. Gregor ist Parlamentsreporter. Seit Jahren berichtet er für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Im Moment ist die Atmosphäre aufgeheizt. Immer wieder attackiert der slowenische Ministerpräsident Journalisten. Es gibt jetzt eine Pressekonferenz von einem der Oppositionsführer über die Situation der Medien in Slowenien. Seit der rechtskonservative Janez Janša vor einem Jahr wieder Ministerpräsident wurde, führt er über Twitter einen Kampf gegen die Medien. Journalisten nennt er Lügner und wirft ihnen vor, Fake News zu verbreiten. Betroffene berichten von einem Klima der Angst und von Selbstzensur. Er benutzt Twitter ähnlich wie Donald Trump. Es gibt kein Geheimnis, dass er Trumps großer Unterstützer ist und seit Trumps Wahlsieg im Jahr 2016 zu ihm aufschaut. Er sieht Twitter als Werkzeug, mit dem er jede Ecke und jeden Unterstützer im Land erreichen kann. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen schrillen darum die Alarmglocken. Hier kennen die Journalisten den subtilen Druck. Bei einer kritischen Geschichte über die Regierung gäbe es sofort aggressive Tweets oder Briefe.
Auch die Fernsehdirektorin bekommt Anrufe mit der Aufforderung, wohlwollend im Sinn der Regierung zu berichten. Sie befürchtet, dass die Regierung aus dem unabhängigen Sender einen Staatsrundfunk machen will, so wie in Kroatien oder Serbien. Sie nennt das Balkanisierung der Medien. Ich denke, das ist eine Welle, die kommt. Auch wenn wir es nicht wollen, wird sie sich über Europa verbreiten. Jemand muss das stoppen, aus eigenem Interesse. Bei der Regierung kann man die ganze Aufregung nicht verstehen. Der Regierungssprecher erklärt, dass in Slowenien 90% der Medien links und gegen die Regierung sind. Da müsse man handeln. Es ist kein Problem, wenn Journalisten kritisch sind. Aber wenn der Journalist Tatsachen feststellt, die nicht wahr sind, müssen wir dringend reagieren. Im Europaparlament in Brüssel kam es jetzt zum Eklat. Weil das Land im Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, sollte Ministerpräsident Janša den Europaabgeordneten letzte Woche Auskunft zur Pressefreiheit in Slowenien geben. Doch statt Fragen zur Sache zu beantworten, spielt er nur ein Video ab, eine Provokation. Ich denke nicht, dass es ein Zeichen von Anstand ist, ein Video zu senden, wenn das Meeting beginnt. Janšas Antwort war so, wie Sie es in Slowenien kennen, aggressiv. Die Ausschussvorsitzende nennt der Oberzensorin, Slowenien sei nicht der Kongo. Beim Sender in Ljubljana schneidet inzwischen Parlamentsreporter Gregor Dnoschek seinen Beitrag. Er läuft in der Nachrichtensendung. Wie viele andere Journalisten macht auch er sich Sorgen um die Pressefreiheit. Was ist meine Arbeit wert? Eine Frage, die gerade in der Corona-Pandemie immer wieder gestellt wird. Dabei geht es sowohl um den materiellen Wert, also den Lohn, den jemand bekommt, aber es geht ebenso um die Wertschätzung des Jobs. Für Menschen mit Behinderung ist das Arbeitsleben auch eine Bestätigung, dass sie selbstverständlich dazugehören und gebraucht werden. Sarah Schmidt war mittendrin in einer Werkstatt der Arbeiterwohlfahrt in Siegen in Nordrhein-Westfalen und hat mitbekommen, wie wichtig gerade jetzt den Menschen dort ihre Tätigkeit ist, welche Herausforderungen es aber auch gibt. Was Patrick Erber hier in Siegen produziert, wird an die Industrie weiterverkauft. Das ist eine halbautomatische Aluminiumsäge und die schneidet halt auf verschiedene Aluprofile, sage ich jetzt mal, auf vorgegebene Kundenmaße. Und ich kontrolliere halt hauptsächlich, ob die Maschine einwandfrei funktioniert. Diese Teile zum Beispiel werden in Fabrikgebäuden verbaut. Patrick Erber war ursprünglich Bäckergeselle. Dann wurde er krank. Morbus Bechterew, eine rheumatische Erkrankung. Weil er nicht mehr lange stehen oder sitzen kann und deshalb auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt keine Chance mehr hatte, arbeitet er jetzt hier, in dieser Werkstatt der AWO, also der Arbeiterwohlfahrt, in Siegen. Das ist nicht nur ein Job. Die Arbeit hilft ihm, gesund zu bleiben. Also ich habe jetzt mittlerweile seit 18 Jahren zwei künstliche Hüften und den Rücken versteift. Dadurch, dass ich dann hier regelmäßig arbeiten gehe, bin ich auch weiterhin in Bewegung, weil wenn ich längere Zeit nicht so die Bewegung habe, dann fängt meine Krankheit dann wieder auszubrechen und dadurch ging es dann wieder körperlich schlechter. Corona trifft sie alle doppelt. Zweimal musste der Betrieb hier im letzten Jahr schließen. Das raubte vielen ihren geregelten Tagesablauf, Bewegung, Kontakte. Gerade das ist aber wichtig für Beschäftigte in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Jetzt kommen für einige finanzielle Sorgen dazu. Der Umsatz ist um knapp die Hälfte eingebrochen. Seit Januar sind die Löhne gekürzt. Adrian Kort arbeitet Vollzeit in der Poststelle der AWO. Was ihn ärgert, durch die Lohnkürzung fühlt er sich in seiner Arbeit nicht anerkannt. Wenn wir unsere Arbeit machen, dann muss man auch so seinen Lohn kriegen. Bis Jahresende konnte die AWO selbst die Löhne von Adrian Kort und den anderen noch aus Rücklagen ausgleichen. Die sind jetzt aufgebraucht. Kurzarbeit können die Werkstätten nicht beantragen. Eine abgeschlossene Versicherung will nicht vollständig einspringen. Die AWO hat nun beim zuständigen Landschaftsverband Geld beantragt, aber... Das Antragsverfahren war gar nicht so kompliziert. Das Problem ist die Bearbeitungszeit, die das im Moment dauert. Adrian Kort bekommt neben seinem Werkstattlohn Grundsicherung. Die wird jetzt aufgestockt, sodass der Lohnausfall zumindest teilweise ausgeglichen ist. Anders ist das bei Uli Eimermann. Also was bedeutet das für Sie jetzt auf dem Konto ganz konkret, dass die Löhne gekürzt wurden?
Also ich hatte vorher 321 Euro verdient und jetzt kriege ich nur noch die 149 Euro. Und da muss man schon sehen, dass man gut über die Runden kommt. Zusätzlich zum Werkstattlohn bekommt er zwar Erwerbsminderungsrente, trotzdem tun die rund 170 Euro weniger auf dem Konto weh. Vor allem im Vergleich zu den Löhnen und Gehältern, die Menschen ohne Handicap bekommen. Wenn ich an andere Gabelstaplerfahrer denke, die bald über 1500 Euro und so viel verdienen und wir verdienen nur als Gabelstaplerfahrer nur 149 Euro, dann finde ich das schon etwas traurig. Uli Eimermann ist auch im Werkstattrat, eine Art Betriebsrat. Um auf das Problem aufmerksam zu machen, haben sie Briefe verschickt, zum Beispiel an den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten. Neben Geld wollen sie Anerkennung für ihre Arbeit und dass verstanden wird, dass wir auch mitarbeiten für die deutsche Wirtschaft. Das wünscht sich auch Patrick Erber. Man sollte uns in Anführungsstrichen normal behandeln und auch normal bezahlen. Weil wir sind ja auch normale Menschen. Die als gleichberechtigter Teil der Gesellschaft anerkannt werden möchten, auch beim Lohn. Es ist das erste Mal. Noch nie hat die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Nordmazedonien, das bis vor kurzem noch Mazedonien hieß, gespielt. Bis heute Abend. Die aktuelle WM-Qualifikation macht es möglich. Die ersten beiden Partien in der Gruppe, die hat Deutschland in den vergangenen Tagen ja bereits gewonnen. Sollte es am Abend nicht das erste Mal in dieser Quali-Phase werden, dass das Team von Trainer Löw ausgerechnet gegen den krassen Außenseiter Punkte lässt. Wie das Spiel in Duisburg dann aber ausging, berichtet Bernd Schmelzer. Es ist das letzte Qualifikationsspiel der Ära Löw heute in Duisburg. Und zunächst ist es auch ein erfreulicher Auftakt der DFB-Auswahl, die sich neben der Chance von Goretzka erneut diverse Möglichkeiten erarbeitet, ohne jedoch das Tor zu treffen. In der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielen die Gäste dann die Führung. Pandev, der Rekordnationalspieler. Deutschland hat viel mehr Ballbesitz, mehr Chancen, aber der Weltranglisten 65. geht mit 1:0 in die Pause. Der Ausgleich dann nach 63 Minuten. Gündogan verwandelt einen umstrittenen Foulelfmeter. In der Folge hat das DFB-Team erneut Glück. Chans Handspiel wird nicht mit Strafstoß für Nordmazedonien geahndet. Als Werner die Riesenchance zum 2:1 vergibt, nimmt das Unheil seinen Lauf. Denn 5 Minuten vor dem Ende gelingt dem Außenseiter die Sensation. Elmas trifft. Nordmazedonien schlägt den haushohen Favoriten. Ein herber Rückschlag für Joachim Löw und Co. Insbesondere die zweite Halbzeit war aus deutscher Sicht gruselig. Tja, der März, der tröstet vielleicht, denn er hat sich an seinem letzten Tag mit geradezu hochsommerlichen Temperaturen verabschiedet, Sven. Aber der April, macht er so weiter? Da gibt es ein klares Nein, Ingo. Wobei im Süden Deutschlands haben wir noch mal ähnliche Temperaturen. Allerdings gehen wir dann in einen Sinkflug mit, aber über Ostern durchaus nicht so unfreundlichem Wetter. Wir lassen den Tag kurz ausklingen. Jürgen Gundelsweiler hilft dabei. Der hat dieses Foto am Bodensee heute gemacht. Und man sieht förmlich die Wärme. Ja, wir hatten Wärmerekorde einiger Orten über 27 Grad. Und vor diesem Hintergrund freut man sich natürlich einerseits über diese Wärme, über diesen Frühling, über dieses Rausgehen und andererseits kommt natürlich immer eine mitspielende Nachdenklichkeit auf zum Thema Klimawandel, zum Thema Temperaturerhöhung, zum Thema Häufung solcher Rekorde. Also zwei Seiten sind da immer gleichzeitig zu sehen. Leipzig, Höchstwerte und Sonnenscheinstunden. Sie sehen, in den nächsten Tagen wird es kühler. Werte dann über Ostern von 10 bis 15 Grad. Eigentlich wieder eher jahreszeitengerecht. Und diese Nachricht möchte ich Ihnen mitgeben. Durchaus eine ganze Menge Sonnenscheinstunden dabei. Am Ostersonntag sogar bis zu 11 Stunden. Das zweite Thema ist natürlich auch noch die Trockenheit. Wenn Sie in die Böden reingucken, wir hatten es jetzt trocken, auch über Ostern wird wieder wenig Regen fallen. Wir haben in vielen Regionen, gerade im Norden und Osten, wieder viel zu trockene Verhältnisse. Das hier betrachtet bis in eine Tiefe von 1,80 Meter. Wir gucken auf den Wetterablauf. Sie sehen, von Norden kommen jetzt langsam Wolken reingezogen im Verlauf der Nacht. Später gibt es dann zunächst auf Rügen und Hiddensee die ersten Tropfen. Die kommen weiter nach Süden voran. Morgen auch mal Richtung Elbsandsteingebirge und Zittauer Gebirge. Und dann im Verlauf des Nachmittags wird es auch hier am Alpenrand die ersten Schauer geben. Vielleicht mal sogar kurz mit Blitz und Donner. Sonst aber gerade im Westen recht sonnig. Temperaturen morgen früh für die meisten 7 bis 12 Grad. Mittlere Höhenlagen im Schwarzwald zum Beispiel
14, am Nachmittag im Süden nochmal 24 bis 27, teils 23 Grad über Bayern, im Norden nur noch 9 bis 11 Grad. Und die kühlere Luft kommt dann am Folgetag, am Karfreitag, weiter nach Süden voran mit einzelnen Schauern, sonst Sonne und Wolken, 9 bis 13 Grad. Ähnlich gestaltet sich, Ingo, der Kar-Samstag. Sven, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit einer Reportage über junge Frauen, die die Politik verändern wollen. Yes, she can, lautet der Titel. Das Nachtmagazin mit Kirsten Gerhardt meldet sich um 0.50 Uhr und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dann, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.